80.000 Jahre lang herrscht ewiger Winter, eine unwirtliche Welt. Doch die Tiere widerstehen der Kälte. In dieser Weite gibt es fast keine Spuren von Menschen. Kaum wahrnehmbar neigt sich die Erdachse ein wenig der Sonne entgegen. Es wird ein paar Grad wärmer und alles verändert sich radikal. Einige Jahrhunderte später ist Europa bedeckt von Grün. Das goldene Zeitalter des Waldes beginnt. Es ist der Beginn der Jahreszeiten. Unter dem wachsenden Einfluss des Menschen wird die Wildnis mehr und mehr zurückgedrängt. In diesem noch jungen Jahrhundert wächst der Wunsch nach einem friedlichen Zusammenleben aller Lebewesen auf diesem Planeten.